Um diese Ungleichung zu lösen, erstellen wir solch eine Zeichentabelle. Die erste Zeile nennen wir die x-Zeile und dann wird für jeden einzelnen Faktor eine Zeichenzeile erstellt. Zuerst suchen wir von jedem einzelnen Faktor den Nullwert. Vom ersten ist es minus ein Drittel und vom zweiten ist es die 4. Und diese Nullwerte werden hier in aufsteigender Reihenfolge eingetragen. Wie man das Zeichen von einem Binom ersten Grades festlegt, wird genauestens im Tutorial D4018 zum Binom ersten Grades erklärt. Es funktioniert wie folgt. Wenn x minus ein Drittel ist, dann ist 3x plus 1 0, also schreiben wir da eine 0 hin. Rechts von dieser 0 setzt man immer das Vorzeichen von a, das heißt das Vorzeichen der Vorzahl von x. Die Vorzahl von x ist hier 3. 3 ist streng positiv, also setzt man hier rechts überall ein Plus und links von der 0 entgegengesetzt. Genau dasselbe machen wir für den zweiten Faktor 4 minus x. Dieser Faktor wird 0, wenn x 4 ist, also schreiben wir da eine 0. Rechts von der 0 setzt man das Vorzeichen von a. Hier ist a minus 1, also streng negativ. Deshalb setzen wir rechts von der 0 ein Minus und überall links entgegengesetzt. Jetzt kommen die Schlussfolgerungen. Wenn x minus ein Drittel ist, dann ist dieses Binom gleich 0 und dieses Binom ist eine streng positive Zahl. Und 0 mal eine streng positive Zahl, das macht 0. Wenn x 4 ist, dann ist dieses Binom eine streng positive Zahl und dieses Binom ist 0. Und eine streng positive Zahl mal 0 ergibt 0. Nehmen wir einen x-Wert streng kleiner als minus ein Drittel, dann ist dieses Binom streng negativ und dieses Binom streng positiv. Eine streng negative Zahl mal eine streng positive Zahl, das ergibt eine streng negative Zahl, also setzen wir da ein Minus hin. Nehmen wir eine Zahl x streng zwischen minus ein Drittel und 4, dann wird dieses Binom eine streng positive Zahl, dieses Binom auch eine streng positive Zahl und das Produkt dieser zwei streng positiven Zahlen ist eine streng positive Zahl, also setzen wir da ein Plus hin. Nehmen wir einen x-Wert streng größer als 4, dann ist diese Zahl streng positiv, diese Zahl streng negativ und positiv mal streng negativ ergibt streng negativ. Somit haben wir also die Zeichenzeile für dieses Produkt festgelegt. Nun wird gefragt, wann ist dieses Produkt kleiner gleich 0? Kleiner gleich 0 ist es in diesem Bereich, sowie in diesem Bereich. Markieren wir diese zwei Bereiche in grün und jetzt fahren wir diese grünen Felder nach oben bis in die x-Zeile, also so. Was bedeutet das Ganze? Das Ganze bedeutet, wenn x sich in diesem Bereich befindet, dann ist dieses Produkt kleiner gleich 0. Und wenn x sich in diesem Bereich befindet, dann ist dieses Produkt ebenfalls kleiner gleich 0. Also muss x sich da oder da befinden, damit diese Ungleichung erfüllt ist. Und somit können wir die Lösungsmenge hier als Vereinigung dieser zwei grünen Bereiche ablesen. Die Lösungsmenge dieser Ungleichung ist also zuerst das Intervall von minus unendlich, wie immer ausgeschlossen, bis minus ein Drittel eingeschlossen. Das Feld für minus ein Drittel ist ja ebenfalls grün. Und dieses Intervall wird vereinigt mit diesem zweiten, das wir hier ablesen. Es geht von 4 eingeschlossen, die 4 selbst ist ja auch grün, und dann immer weiter nach rechts, bis zu plus unendlich
wie immer, ausgeschlossen. Wir haben die Lösungsmenge dieser Ungleichung gefunden. Man kann das auch grafisch überprüfen. Zum Beispiel kann man, wie hier in GeoGebra, diese Funktion darstellen lassen. Der Graph dieser Funktion ergibt diese Parabel. Und wir sehen ganz deutlich, wann ist dieses f von x kleiner gleich 0. Das ist, wenn x links von dieser Zahl liegt oder wenn x rechts von dieser Zahl liegt, also so. Alle Zahlen links von minus 1 Drittel haben ein negatives Bild, weil es ja nach unten gerichtet ist. Und alle Zahlen rechts von der 4, also da, haben auch ein negatives Bild, weil die Bilder ja nach unten gerichtet sind. Zwischen minus 1 Drittel und 4 haben alle Zahlen ihr Bild streng positiv, denn das Bild ist ja nach oben gerichtet. Also, das, was wir hier gefunden haben, wird durch diese Grafik bestätigt. Und die Übung ist beendet.